Alter, so geil aus. Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher. Ja, wie man sehen kann, in der Brauerei Markt Bisting geht es rund, denn der Flohmarkt von der Sandra und vom Günther ist heute eben erfindet statt. Ja, im Hintergrund kann man schon sehen, das Team vom ATV. Ja, liebe Grüße an den Mitbewerber und die Kollegen, da geht der Günther schon. Günther, Prost. Ja. Prost, du kommst nachher noch ins Interview, wenn wir gerade den Opener für den Flohmarkt, liebe Leute. Fernsehen ist mehr, ja. Kann ich meine Oma schön grüßen lassen. Hallo. Und Mama, Tante, Papa, Onkel, alle können genau, wir grüßen. Ja, und was sie da natürlich, liebe Leute, jetzt sagen wir euch, bleibt dran bei Ich hab da was TV. Die Mama von der Sandra und den Richard, grüß euch, wie geht's da? Hi, lass dich küssen. Ja, was sagt sie heute dazu, was die Sandra und der super, Günther auf die Beine gestellt haben? Super, absolut toll. Wie du siehst, alles voll mit Menschen und die werden kaufen. Okay, und du übst jetzt als Friseurin und verpasst dir meinen Haarschnitt? Nein, das darf ich nicht. Sonst ist er beleidigt. Vorher sterben. Okay, du wirkst heute so entspannt. Das heißt, es hat alles hingehauen, oder? Es hat alles hingehauen, oder es liegt vielleicht auch am Bier schon langsam. Nein, super, also wir freuen uns. Wetter spielt mit, wir haben super nette Aussteller mit dabei. Was habt ihr denn jetzt zum Beispiel Aussteller? Du kannst zu einer Hellseherin gehen, die sagt dir deine Zukunft, warst du schon? Nein, unbedingt hingehen, bitte. Wirklich, ich das echt wir machen. Wir haben uns ja schon unsere Zukunft voraussagen lassen. Und, wie schaut's aus? Er wird mich heiraten, wenn er genug Geld hat. Günther, die Sandra heiraten wir ohne Geld. Ja, deswegen meint sie, es dauert noch länger. Ja, willst du mein Weibe werden? Ja. War das überzeugend? Ja, wie gefällt es dir heute, Herr Pfarrer, am Flohmarkt von den Nussbaums? Ausgezeichnet. Eine wunderbare Gemeinde hier. Lauter fröhliche Lämmer. Die trinken jetzt noch nicht so viel. Ja, das kommt dann erst. Das Bisting toller Bier wird einer dann in die Adern einfrieren, hoffentlich am Abend, wenn es dann kühler wird. Aber es ist wirklich angenehm. Wirklich. Ein Traum. Ich werde mir noch ein bisschen in die Luftburg noch reinschmeißen. Also wirklich, Brüder und Schwestern, gebt ihm ein Halleluja. Halleluja. Dankeschön. Gott möge mit dir sein, mein Freund. Danke. Warum magst du heute mit und was taugt dir so besonders an den Nussbaums? Sie kaufen mir was an. Sehr lieb. Ich könnte danke, Sandra. Sie sind einfach herzliche Leute und ich mag sie irrsinnig gern. Und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Wie jeder, der es kennt, weiß das. Das ist wirklich wertschätzend. Und gefreist dich heute schon auf die Aftershow-Party? Von dem weiß ich nichts. Schon wieder was das? Schon wieder saufen? Nein. Nee. Ja, ey. Kostet doch nichts. So jung kommen wir nicht mehr zusammen jetzt. Das stimmt. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich sehe gerade, da gibt es tolle Taschen am Flohmarkt. Was machst denn du da so? Ich mache, wie siehst du, Filzhandtaschen von Anfang bis zum Schluss. Also ich kaufe die Taschen nicht zu, sondern ich tue es selbst ausschneiden, tue es dann nähen, tue es dann beplotten, wie es im Moment so schön heißt. Ja, gibt halt verschiedene, egal ob für 6 Bier, 6 Prosecco, ja, zum Shoppen natürlich. Also es passt so richtig heute zum Flohmarkt. Wie bist jetzt du zu den Nussbaums gekommen heute daher? Durch Zufall, durch den Bäcker mit Herz. Man kennt sich dann untereinander und er hat gesagt, da gibt es eine coole Sache, hast du Interesse? Und ich habe gesagt, ja, okay, ich melde mich an und ja, so einfach geht's. Schön, dass du da bist, liebe Leute, da kann man tolle Taschen kaufen und wie das der Bruce immer sagt bei Germany's Next Topmodel, die Handtasche muss sie leben. Genau.
Du kennst ja die Nussbaum selber persönlich auch. Was sagst du jetzt zu dem Event, was da alles auf die Beine gestellt haben? Eine wahnsinnig super coole Idee, überhaupt fürs Bistingtal, finde ich. Ja, der hat immer solche Ideen. Alles zusammenmischen, das kann er mal am besten, glaube ich. aber eine tolle Idee, absolut, ja. Vollgas. Also bitte, wenn das die Mama weiß, dass ihr da Auto anmalt, ich meine, das könnt ihr nicht bringen, bitte. Wieso malst du nur da Auto an? Das kann man nicht machen, Auto anmalen. Was hast du da? Wenn du was meinst, ja? Sie weiß. Nein. Liebe Leute, ein ganz besonderer, der Raphael, der da schon fleißig am Arbeiten ist. Warte, komm zu dir an, ey. Du musst nicht aufhören. Was machst du denn da? Ja, heute haben wir the Great Reset, hätte ich fast schon gesagt. Es ist aber in Wirklichkeit eine Symbiose aus unserem wunderschönen Amerika und Russland. Und was dann im Endeffekt dabei aussieht, wenn man dann auf der Innenseite sehen. Sehr lieber. Also nochmal zum Wiederholen, ein unglaublich begnadeter Künstler, der wirklich aus. Kurz mit Kamera schaut euch das an. Ja, ich kann gar keine Worte finden, du magst das alt neu, aus neu alt. Das ist einfach schon so verwirrend, dass es geil ist. Es ist einfach ein Hammer und ich mag endlich, ich hab da was TV Kastl haben, kriege ich eins. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ich wollte es auch versprechen. Ich wollte einfach sprechen, wenn du mich was fragst, dann muss ich es einhalten. Gegen Kastel. Und wie gefällt es dir heute am Markt? Du, ich fühle mich sehr wohl, ein Haufen Leute sind da. Also ich muss ehrlich sagen, die Nachfrage nach unseren Sachen ist schon einmal riesig. Gell? Ich glaube, die Stimmung ist generell ganz gut und ja, besser könnte es mir nicht geben. Wie. Perfekt. Passt, dann mach weiter, wir sehen Sie bei der Aftershow-Party. Haut hin, das machen wir. Tschüss. Bis dann. Was sagst du, dass generell die Nussbums das heute auf die Füße gestellt haben? Ich finde das eine voll super Idee. Vor allem, dass man ein bisschen was für die kleinen Leute tut. Weil so ist die Möglichkeit gegeben, dass andere Leute auch ein bisschen Spenden sammeln dann oder so eine Kleinigkeiten verkaufen. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass der Helmut Bauer da ist mit seinen Schaumruhen. Ja, ist empfehlenswert. So, jetzt kommt es mir gerade, der Schulter nämlich schon. Mal pass auf, der Schalke gleich das nächste hin. Dankeschön. Voll scharfen Eichingers Luftballons, bitte unten gleich eingeblendet. Holt euch jemand, der kann was. Passt und ich hole mir die Schaumruhen. Tschüss, baba. Grüß Gott, ich suche bitte den Herrn Bauer, einmal einen Herrn Bauer. Wo ist der Herr Bauer? Ist er da? Servus, grüß dich, Michael Schober. Ja, ich hole mir meine Schaumröhren ab. Ja, gern. Hey, ganz frisch gemacht bei dir. Jawohl, liebe Leute, auf dem Flohmarkt gibt es nicht nur Flöhe, sondern auch Schaumrollen von der Bäcker mit Herz. Schaut euch das an. Ah, die werden wir dann einhören. Ja, wie geht's dir heute? Das ist ein toller Flohmarkt, ja, Nussbaums. Ja, super, Stimmung ist ein Wahnsinn, oder? Ne? Du bist da, das ist wichtig, ne? Danke. Ja, wird schon werden, danke dir. Gell? Passt, dann werde ich jetzt ein Pausel machen mit Bäcker, mit Herz. Dankeschön. Machen wir. Servus. Hallo, Michi. Wie geht's dir? Ja, super. Gefällt es dir heute am Flohmarkt für die Nussbaums? Ja, echt coole Sache, muss ich sagen, wirklich. Was gefällt dir am meisten? Hast du dich schon ein bisschen umgeschaut? Mein Standl. Gute Antwort. Was bietest du heute am Flohmarkt an? Holzdekorationen. Ja. Erzähl ein bisschen, was eine Holzdekoration. Was willst du denn hören? Liebe Leute, die Frau untertreibt, das sind wirklich tolle Einzelstücke. Wir blenden da jetzt ein bisschen was ein. Ja. Also das ist wirklich einfach Hammer und ich blende jetzt auch unten ein, wo man das finden kann. Ist das okay? Das ist okay. Dann viel Spaß noch. Danke, dir auch. Gell? Ja, liebe Leute, jetzt sind wir bei den Alpakas, die schon in aller Munde sind und da steht schon so ein kleines Zwucki. Wie alt ist denn das Ding, bitte? 4 Wochen alt. Mei, das ist süß. Ja, wie bist du heute da zum Flohmarkt mit deinen Alpakas gekommen? Ich bin durch die Sandra gekommen, okay. Weil sie mich angeschrieben hat, ob meine Tiere nicht kuschelfähig sind. Sind sie es? Ja, das. Bist du kuschelfähig? Immer. Jawohl, sicher einen Schmuck gibt es auch. Kannst du ein bisschen was über den Schmuck erzählen? Wer bist denn du überhaupt? Ja, ich bin Diane, mit dem Kreativum stelle ich mich gerade daher und ich mache selber Schmuck aus Perlen, Resin, Kunstharz oder aus Polymerklee. Genau, also. Jumei, was ist denn das da? Das ist ein Tropfen. Ja. Hallo, wie geht's dir? Ja, ganz gut, super. Falls die heute am Flohmarkt, das ist eine keine Flehe, das sind Wassertropfen. Was machst du da heute? Ja, ich mache, der Günther hat ausgeschrieben, ob wir nicht Aussteller auch machen. Habe ich gesagt, ja, ob er am Wasser interessiert, sagt er ja, war vielleicht für mich auch interessant. Habe ich gesagt, okay, dann komme ich vorbei.
Und dann sage ich dir mal was, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, dass sie sich das anschaut. Du weißt nicht, dass du da in einer Brauerei bist, gell? Ja, ich weiß, ja. Da gehört ja reines Wasser fürs Bier, ne? Das klingt aller genau, Bier nämlich noch. Wir nämlich auch, ja, genau so ist es. Wir haben einen kleinen Chef, sagen wir so, pass auf, das Bier wird jetzt noch besser, das wird dann wie Ambrosia. Ja, genau so ist es. Danke, dass du dabei bist. Ich gehe ein bisschen eine Runde spazieren mit ihm, gell? Ja, wer bist denn du? Ich bin die Friederike Brandl, komme aus St. Veit und habe dort meine Feen- und Hexenwerkstatt. Alles klar, du schaust aber nicht aus wie eine Hexe, eher wie eine Fee, liebe. Dankeschön. Ja, wie bist du heute zum Flohmarkt der Nussbaums gekommen? Eine ganz spannende Geschichte. Mich hat ja wer angeredet, ob ich da nicht mitmachen will. Ein Bekannter von den Nussbaums, weil er gemeint hat, das passt da super her, weil das gibt es ja selten und ja, jetzt steht ich da. Wo können die Leute finden, wenn sie was haben zum Beispiel? Ich habe einen Online-Shop, und, also Magic Arts. Und ich habe ein Atelier, da kann man mich auch besuchen kommen nach Voranmeldung. Also, und ich bin immer wieder auf Ausstellungen zum Antreffen. Passt, gut zu wissen. Ich sage danke, dass du heute dabei bist und viel Spaß. Danke, gern. Dankeschön. Ja, liebe Leute, der Günther, wie geht's dir heute nach der Organisation von dem Festl? Ja, ich möchte jetzt nicht angeben, nicht, weil ich habe eigentlich nichts gemacht. Die Sandra hat das alles organisiert. Nein, es geht super. Natürlich, jetzt ist die Aufregung groß, dass auch Gäste kommen. Weil ja die Aussteller haben nichts davon, wenn jetzt keine Leute kommen. Aber es ist ja schon gut gefühlt. Es geht. Und Frisches von der wilden Sau gibt es auch. Habe ich schon gekostet. Ja, ja, wirklich. Ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja. Na, liebe Leute, also wirklich der Flohmarkt von den Nussbaums ein voller Erfolg. Bleibt noch dran bei euch habt. Was die Farbe, es gibt heute für einen Nussbaum eine kleine Überraschung, von der noch nichts weiß. Aber lasst euch überraschen bei euch habt, was die Farbe. Machst du das Striptease? Nein, besser. Noch besser als ein Striptease gibt es nichts Besseres, oder? Wer möchte ihn sehen bei einem Striptease? Kein Mensch. Ja, der Kameramann sagt auf, du bist gekündigt. Dankeschön. So, also im Fernsehen ist es dann immer so, da kommt so eine Vorwarnung. Also nur für Erwachsene, Kinder wegschalten, jetzt kommt grelles Licht und so. Jetzt aufpassen, jetzt singt Michi. Danke, vielmals. Und den Text haben wir schon wieder gehört, am Anfang vielleicht Günther Witz rein. Okay, Günther, bitte geht's.